Willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check am Mittwoch. Bei mir natürlich Thomas Bergmann. Hallo Thomas. Guten Morgen. Ja, der DAX macht wie immer nicht besonders viel. Wir werden so aus fundamentaler Richtung nicht besonders schlau. Es gibt gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Genau. Charttechnisch bekommen wir auch nicht viel Informationen geliefert. Wenig. Aber der Markt oder ist ja nie verlegen um irgendwelche Erklärungsversuche. Stichwort Saisonalität, da habe ich jetzt mal eine interessante Aussage gefunden. Die Wahrscheinlichkeit für Kursverluste im Februar ist in 7er-Jahren und Nachwahljahren stark erhöht. Besonders hoch fallen die Verluste im statistischen Mittel aus, wenn der Präsident ein erstgewählter Präsident ist. Also trifft ja alles auf uns zu gerade. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Ja, ist interessant. Hatte ich so in der Form noch nicht gehört. Ja, wie gesagt, es besteht natürlich schon die latente Gefahr, dass wir hier mal nach unten wegkippen. Weil, ich sag mal so, diese Unterstützungslinien hier, 11,5, 11,4, sind jetzt nicht so weit weg. Also wir notieren jetzt, wir notieren bei 11.566. Also das ist 1%, 1,5%, die uns fehlen da nach unten. Und wie gesagt, hier der Abstand ist doch immer noch signifikant hoch. Also von daher besteht natürlich immer wieder die Gefahr von einem steigeren Rücksetzer. Ich sag mal, das waren jetzt hier von 10,5 bis 11,9, 1400 Punkte. Wenn man sagt, okay, eine 50% Korrektur ist immer möglich, dann sind das 700 Punkte von 11,9, dann sind wir bei 11,2. Das ist auch so, was ich öfters mal gesagt habe, so ein Niveau, wo es durchaus eine signifikante Unterstützung gibt. Wir kennen ja Seitwärtsbewegungen vom DAX, haben wir ja den letzten Herbst auch viel mit zu tun gehabt. Allerdings, wenn man die Ausschläge jetzt mal vergleicht, da war doch schon mehr Bewegung drin und sowas sieht man jetzt verhältnismäßig selten. Ist das wirklich so ein Sinnbild für diese Nervosität der Anleger? Oder eigentlich was? Nicht, weil wenn die Nervosität hoch ist, müssten wir eigentlich so eine Wohle haben. Ich habe gestern mit einem Banker gesprochen, der sagt, weil wir uns über Optionsscheine unterhalten haben, warum die überproportional an Wert verlieren, weil eben die Vola so extrem niedrig ist. Du hast einen Ausschlag von mehr als 1,5% schon ewig nicht mehr gesehen. Und ja, das ist nicht normal. Also im DAU ist es ja ähnlich, zwischen 19.750 und 20.100, wo wir jetzt sind, so eine Range hatten wir seit 60 Jahren nicht mehr. Und ja, da muss man sich erstmal ein bisschen damit zurechtfinden. Ja, es ist nervig, ja, aber ja, solange es nicht nach unten rauscht, ist mir das lieber, wenn wir jetzt hier auf dem Niveau verharren. Und ja, da kommt es halt dann außerhalb des DAX ein bisschen auf Stockpicking an. Aber für einen DAX-Anleger, der jetzt da mit DAX-Optionsscheinen oder DAX-Hebelprodukten hantieren will, ist es natürlich kein Markt zum Traden. Ganz klar. Aber du bist auch investiert mit welchem Produkt? Wir sind noch nicht investiert. Wir haben ein Abstauberlimit für einen Turbo-Optionsschein bei L4. Weil wir sagen, naja, hier ist auf jeden Fall mal möglich, in diesem Bereich abzutauchen. Aber wie gesagt, dieses Limit ist auch noch nicht erreicht worden, weil wir, wie wir hier sehr schön sehen, im langfristigen, also so eine ganz enge Range, die haben wir noch nie. Also wenn wir das hier mal als Beispiel nehmen, vielleicht ja. Aber so in dem Ausmaß und in der Dauer ist schon sehr außergewöhnlich. Also völliges Neuland, was wir da quasi betreten. Es bleibt spannend. Wir werden es auf jeden Fall gemeinsam mit Ihnen weiter erkunden, liebe Zuschauer. Erstmal danke für den Moment. Gerne. Thomas, bis morgen und bis morgen, liebe Zuschauer.